Es ist ein Traum. Es sieht so schön aus. Hinten die Sonne, unten dieser Nebel. Und wir im Flugzeug unterwegs mit Trevor. Meine herzallerliebsten Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Ich freue mich, euch wieder zurück begrüßen zu dürfen. Wir spielen weiter mit Trevor, weil wir können auch gar nicht mit den anderen beiden spielen. Die sind ja untergetaucht. Und wir müssen also ein bisschen, oder ja, es bleibt halt keine andere Wahl. Wir müssen mit Trevor spielen. Und jetzt ist die Mission auch wieder aufgepoppt zu Hause. Jetzt wollte ich gerade zu dem Fragezeichen fahren, aber jetzt ist die Mission am Wohnwagen wieder aufgeploppt. Insofern fahren wir jetzt zum Wohnwagen zurück und nehmen die Mission an. Mit Trevor, weil dann geht's auch mal voran und wir können demnächst wieder mit allen drei Charakteren spielen. Dafür müssen wir halt so ein bisschen mit der Storyline vorankommen. Okay, da sind wir. Ist das Ron? Ich glaube ja. Mal schauen. You gotta see this. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. So, die Biker waren hier und haben sich gerecht für die Aktion von Trevor. Achso, wir sollen jetzt Ammunition fahren. Na gut, dass ich im letzten Part schön bei Ammunition war und mich ordentlich ausgerüstet habe. Jetzt sollen wir da nochmal hinfahren und das nochmal neu ausrüsten, aber wir haben halt schon alles. Insofern, eigentlich ist es egal, aber egal. Machen wir trotzdem. What are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. Achso, er kauft nichts, er klaut sich. Naja, also ein Scharfschützengewehr habe ich tatsächlich noch nicht. Dann hat er recht, dann müssen wir doch hier hin. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Okay, besorge dir ein Zielfernrohr und einen Schalldämpfer für das Scharfschützengewehr. Nehmen wir das mit. Schalldämpfer und verbessertes Zielfernrohr und ein bisschen Munition würde ich auch noch mitnehmen. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Und dann nehmen wir noch hier eine schöne... nehmen wir noch schön hier orange mit, das finde ich eigentlich ganz schick. Dankeschön. So, die restlichen Sachen haben wir ja. Wir haben ja uns im letzten Part erst ordentlich equipped, insofern brauchen wir sonst nichts und können zurück nach draußen. So, begib dich zu Ron. Okay, machen wir. Also eigentlich hätte ich ja auch ganz gerne mal mit Franklin oder so weiter gespielt, ein paar Rennen machen und sowas, aber macht ja nichts. Wir müssen ja das noch nicht jetzt machen. Wir spielen halt jetzt mal ein bisschen mit Trevor, ist ja auch cool. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! We are? Yes, we are! I'm up here! So, wir sollen nach oben, okay. But I do see a hell of a lot of bikers! We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Ja, Ron, unser armer Bimbo. Okay, was soll ich machen? Irgendwas mit dem Scharfschützengewehr wegballern, glaube ich. Ich wechsle mal schön auf Maus und Tastatur. Schau durch das Visier und vergrößere den Blick. Ja, okay, haben wir ja. Right, Trevor. Right. Got it. Now relax. So, wir verfolgen einfach mal Ron. Park it and don't let him spot you. Can you see me, Trevor? Trevor!
Ja, ja, ich sehe dich. Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Okay, ich schieß nicht. Get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Alles gut, ich hab dich im Blick, Ron. Versau's nicht. Okay, er ist unterwegs. Wir sitzen hier mit unserem Scharfschützengewehr. Hold up. There's a guard standing under the control tower. Schalte den Biker aus. Moment, wo? Ach, da unten der. Okay, den könnte ich ausschalten. Ja, klar. Können wir machen. Good kill, Trevor. Ein höherer Schießenwert hilft dir, mit dem Scharfschützengewehr ruhiger zu zielen. Er verbessert außerdem die allgemeine Treffgenauigkeit und Ladegeschwindigkeit. Okay. Was? Die Lichter? So bright! Come on, man! Get the lights on the base of the control tower. Lights off! Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Okay. Und den Typen im Van soll ich auch gleich ausschalten, sobald er ausgestiegen ist. Der sieht zumindest nichts, die Lichter sind aus. Komm, beweg deinen Hintern raus. Los, aussteigen! Ja, noch macht er gar nichts. Ich könnte ihn ausschalten. Ich habe ihm ein Visier, Ron. Ach so, er ruft den Toten an. Okay, da oben ist einer, genau. Headshot, habe ich. Unten ist noch einer. Headshot habe ich. Noch jemand? Headshot habe ich. Noch einer? Okay, da habe ich dich. Shoot! The guy had a buddy in the building. He's come out. Was? Wo? Guy clocked the body. Take him out before he blabs. Hab ich. Headshot. Okay. Lauf weiter. Alles gut. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Kannst auf mich. Kannst dich auf mich verlassen. Ja, den Tank wollen wir nicht treffen, das wäre blöd. Ich hab den. Alles gut, alles gut, alles gut. Hä? Was? Ein Heli? Wo denn? Ach, da. Oh, der hat einen Headshot kassiert, würde ich sagen. Aber richtig fett. Herrlich. Okay, hilf Ron, den Flugplatz zu sichern. Ich bin unterwegs. Ja, ich kümmere mich da drum. Moment. Ah, das ist Ron, glaube ich. Den will ich natürlich nicht erschießen, sonst habe ich ein Problem. Aber den Rest will ich natürlich wegballern. Na Jungs, kommt schon. Ich habe mir doch nicht umsonst die ganzen Waffen gekauft, ha? So, ich baller die einfach mal alle weg und dann haben wir ein Problem weniger. Warte mal, wir machen das mal einfach so. Kollege, du versteckst dich hinter dem Ding, dann packe ich meinen pinken Granatwerfer aus. So einfach machen wir das und dich baller ich auch noch weg. So. Kollegen, wir können doch über alles reden. So, begib dich zum Flugzeug. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Ding drauf. Ich kann aber nicht in Ego-Perspektive gerade, sonst würde ich jetzt schön hier mit der aus der Ego-Perspektive auf dem Flugzeug liegen und alles wegballern.
Aber ich kann auch so alles wegballern, kein Thema. Zünde den Sprengstoff. Oh yeah. So, Ron, wir können loslegen. Ja, Ron, ich habe alle gekillt. Ach so, da kommen noch mehr. Naja, ich meine, ich bin ja gut ausgerüstet. Das Flugzeug kann auch eigentlich über den drüber fahren, oder? Von hinten, ernsthaft? Oh. Kollege, das machst du nicht wirklich, oder? So, ich glaube, ich habe alle ausgeschaltet. Trevor springt runter. Trevor nimmt sich ein Flugzeug und dann haben wir beide eins. Sehr gut. Der Typ liegt auf meinem Flügel. Okay, ich wechsle mal auf den Controller. Die ballern auf mich. Hört auf, auf mich zu ballern. Ah, da ist ein Typ drauf. Oh, gleich lässt er los. Pass auf, das kann er nicht lange machen da oben. Oh, jetzt ist er weg. Sorry. So, deine Flugkünste kannst du mit dem Fliegenwert verbessern. Naja gut, Trevor hat ja sowieso gute Flugkünste. Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time, and that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K. So, unter der Brücke muss ich ja nicht mehr durchfliegen. Wir haben ja alle 25 gemacht. Insofern können wir jetzt einfach ganz normal fliegen. Aber die Brücke hier, die lädt halt einfach so sehr ein, da drunter herzufliegen. Warte mal, ich wollte mal eben gucken, wie hoch sein Fliegenwert. Okay, der ist fast beim Maximum. Ja, dann ist er gut. So, wo fliegen wir denn hin, Ron? Was ist denn der Plan? Ach so, wir sollen Waffen abliefern, ne? Ja, ja, okay. Da hinten ist ein Rauchsignal. Lustigerweise an Fort Senkudo werden Waffen abgeliefert. Der Militärstützpunkt ist eine Flugverbotszone. Fliegen nicht in seinen Luftraum. Ja, das weiß ich. Haben wir ja schon kennengelernt in diesem Let's Play hier. In Part 13 oder sowas. Da sind wir ja da hier reingeflogen und haben einen Jet geklaut. Insofern, flieg so niedrig wie möglich, um nicht vom Militärstützpunkt entdeckt zu werden. Ja, kein Thema. So niedrig wie möglich, sagt er. Ja, da geht aber noch einiges. Moment. Also so tief geht locker. Geht sogar noch mehr. Okay. Wirf die Fracht ab. Machen wir. Ich glaube, das war erfolgreich. Jawohl. Okay, weiter geht's. Boah, sieht das schön aus. Nee, ich werde natürlich vor Ron am Flugplatz sein. Liefert ihr mit Ron ein Rennen zum Flugplatz? Easy. Sollte ich eigentlich gewinnen können. Aber wir wollen natürlich nicht über die Militärbasis fliegen, sonst wird das Rennen ganz schnell zu Ende sein. Sieht das schön aus, meine Güte, schaut euch das an. Ein Traum. Few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean. Es ist ein Traum. Es sieht so schön aus. Da hinten die Sonne, unten dieser Nebel. Und wir im Flugzeug unterwegs mit Trevor. Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Also ich sollte das Rennen zum Flugplatz eigentlich locker gewinnen können. Ich bin ja ein guter Pilot und Ron ist weit hinter uns. Because I've got those lawyer fees for the divorce.
and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right. So, Räder raus und landen. Und natürlich bin ich Erster geworden. Gar kein Thema, ich bin ja ein erfahrener Pilot. Und butterweich landen, jawohl, sehr schön. So, und jetzt lenken wir das Flugzeug nur noch hier in den Hangar und gut ist. Also ich glaube, normalerweise wäre das die erste Mission, wo man fliegt. Und wir waren halt jetzt vorher schon fliegen, sogar mit dem Jet und so weiter. Aber wenn man halt gar nicht fliegen geht, dann ist das, glaube ich, das erste Mal, dass man ein Flugzeug fliegt. Deswegen, ja, aber ist ja, ich fliege ja sowieso gerne, wisst ihr ja. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Oder beides, ja. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Okay, die sind jetzt also auch freigeschaltet. Müssen wir, glaube ich, sowieso machen für die 100%. Irgendwie 5 Stück oder sowas. Und da wird dann steht dann jeweils dran, wer das kaufen kann. Naja, okay. Andere Immobilien wie Garagen für Autos können erworben und benutzt werden, um eine riesige Anzahl an Fahrzeugen zu speichern. Ja, das wissen wir ja alles. Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen dir wöchentliches Einkommen. Viele Unternehmen erfordern, dass du Verwaltungsmissionen absolvierst, um die Mieteinnahmen zu erhöhen. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Ja, Smoke on the Water ist natürlich so ein typisches Franklin-Ding. Wir müssen die für die 100% kaufen, aber ansonsten machen die eigentlich keinen Sinn, weil ich glaube, bis man mit den Einnahmen den Kaufpreis drin hat, das dauert irgendwie ewig. Naja, wenn du diesen Hangar kaufst, können wir hier Missionen machen. Wie teuer war der nochmal? Also erstmal haben wir die Mission bestanden. Ich hätte mal wieder schneller sein können, ich habe keine Headshots gemacht. Ich habe Headshots gemacht mit dem Scharfschützengewehr, lächerlich. Ich hätte 6 Brücken unterqueren können, aber war ja auch unnötig, weil wir es schon hatten halt, insofern ja. DNRW-Seron haben wir abgeschlossen. Was kostet das Ding? 150.000. Habe ich sogar. Könnten wir sogar machen, aber mache ich jetzt nicht. Nö, mache ich jetzt nicht. Kann ich eigentlich schon wieder wechseln? Nee, kann ich immer noch nicht. Na gut. Dann nehme ich mir das Flugzeug mit und wir hauen ab, beziehungsweise erstmal speichere ich. So, und dann nehme ich einfach das Flugzeug mit und wir fliegen mal hier hinfort. Ron, hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast sie weggeboostet. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh es dir an. Okay. Also der andere Flugplatz. Ja, gerne. Den hier können wir kaufen und den anderen kriegen wir so. Dann ist doch klar, welchen ich nehme, oder? Naja, beide. Aber erstmal nur den anderen. Ich weiß noch, wie cool ich es damals fand, als ich zum ersten Mal geflogen bin. War der Hammer. Ich meine, ich fliege auch immer noch total gerne, aber inzwischen habe ich natürlich schon viele, viele Flugstunden hinter mir in den verschiedensten Flugzeugen. Und bin ein super Pilot, wisst ihr ja. Ja. So, wir fliegen mal zum Flugplatz und schauen mal, was es da gibt. Also zum anderen Flugplatz. Der ist ja nicht viel weiter. Können wir direkt schon wieder landen hier. Direkt schon wieder im Landeanflug. So, locker gelandet. Alle Flugzeuge, die du auf Webseiten kaufst oder im Hangar abstellst, werden beim Flugsymbol eingelagert. Bodenfahrzeuge, die zu groß für eine Garage sind, werden ebenso hier eingelagert. Also Panzer und sowas. Alle Helikopter, die du kaufst, werden auf dem Landeplatz abgestellt oder eingelagert halt. Ja, ist doch gut. Dann lagere ich doch direkt mal das Flugzeug hier ein. Okay, da haben wir ein neues Flugzeug. Siehst du, so schnell kriegt man neue Flugzeuge. Schön, schön. Naja, da ist unser Heli-Landeplatz. Ja, und ansonsten kriegen wir gerade eine Nachricht von Ammunition. Das Bolt-Action-Scharfschützengewehr liegt jetzt bei deinem freundlichen Ammunition-Händler vor Ort für dich bereit. Verschiedene Farbtöne zur Wahl. Außerdem ist ein begrenzter Vorrat an folgendem Zubehör erhältlich. Schalldämpfer von Zielfernrohre. Wir sind stolz, unseren Kunden den Granatwerfer anbieten zu können. Haben wir alles schon. Aber Dankeschön für eure E-Mails.
So, beim nächsten Mal schauen wir mal. Entweder haben wir eine Mission beim Chinesen oder zwei Fragezeichen. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuschauen bei GTA 5 auf dem PC in unserem 100% Let's Play. Bis zum nächsten Mal, euer Walle. Bye, bye. Fang den Vogel ab, nicht kopfüber. Ah, so wird das nichts. Wie hat der jemals einen Pilotenschein bekommen? Wow. Alter, er hat seinen Kollegen aber richtig lieb. Achtung, Jungs, das ist ein Heli.